Moin ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Whisky Hort. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch und zwar Nosing. Die eine oder der andere kennt das vielleicht schon von unserem T-Shirt. Wir haben das auf der Hausmesse erstmalig präsentiert, sind in Schwetzingen damit rumgelaufen und in Berlin-Köpenick und ja, es hat auch schon den einen oder anderen Fan gefunden. Und natürlich haben wir allen erzählt, das ist ja nicht nur einfach ein T-Shirt, das wird ja, siehe, auch das Nebel der nächsten eigenen Abfüllung. Haben wir jetzt hier einen Croftenga, 13 Jahre alt und gefinisht in einem österreichischen Fass Trockenbeerenauslese. Ich habe ja schon einige dunkle Whiskys gesehen, aber das Ding ist deutlich dunkler. Es mag daran liegen, dass diese Trockenbeerenauslese seit 1992 in dem Fass gelegen hat. Also ja, schon fast 30 Jahre, bevor sie abgefüllt wurde und dann der Whisky eingezogen ist. Jetzt will sich das Ding nicht öffnen lassen, da müssen wir wieder rohe Gewalt anwenden. Eingezogen der Croftenga halt, der dann in diesem Fass noch einmal gefinisht wurde und diese Aromen von der Trockenbeerenauslese wirklich sehr gut angenommen hat. Und damit wir euch davon überzeugen können, wie das Ganze schmeckt, machen wir natürlich einerseits beides auf. Und werden andererseits den Whisky auch nur im Bundle mit dem Wein anbieten. Und zwar die 0,7 Flasche Whisky mit 0,375, also einer halben Flasche, von dem Trockenbeerenauslesewein. Und ihr seht schon, wie das ins Glas läuft. Das hat schon fast was von einem richtig dicken Balsamico-Essig, so zähflüssig kommt das schon fast an. Boah, das ist krass. Man erkennt, dass es Früchte sind, dass es Trauben sind. Aber die sind sowas von reif, sowas habe ich kaum bisher gerochen. Schon richtig schwere, dunkle Trauben. Ganz, ganz voll schon. Ja, in Richtung Rosinen unterwegs. Ich habe was von Blockmalzartiger Süße. Habe auch was Spritziges im Hintergrund. Was so eine leichte Zitrusnote mitbringt. Sehr faszinierend. Da hätte ich jetzt so nicht unbedingt mit gerechnet. Und das jetzt in dem großen Glas. Den Rand benetzt. Alter Falter. Da kommt die Frucht jetzt aber so richtig raus. Und schaut euch das an, wie zähflüssig, wie ölig das Glas hinunterrinnt. Sehr, sehr geil. Prost, sagt man, glaube ich, beim Wein. Unglaublich. Allein schon diese Konsistenz. Es ist so cremig, likörig. Unfassbar. Trauben ohne Ende, richtig dunkel, ganz, ganz schwere, süße, richtig tiefe, komplexe Aromen. Rosinen wieder mit dabei, auch beim Blockmalz gehe ich mit, so als Grundton. Fast noch ein bisschen spritziger als in der Nase, finde ich den
Zitrusanteil. Irgendwie sowas sehr fruchtig, spritziges, leicht säuerliches, was das Ganze hervorragend abrundet. Ich glaube, sonst wäre das doch ein bisschen arg viel an Süße, aber hervorragend. Unfassbar krass. Gut, dass es nur eine halbe Flasche ist, weil den wird man nicht einfach so wegtrinken können. Der ist wirklich sehr, sehr mächtig. In homöopathischen Dosen. Allerdings ein Genuss. Das ist schon fantastisch. Mir ist jetzt auf einmal irgendwie nach einem Schokoladenkuchen. Ich glaube, dazu wird das hervorragend passen. Aber wir haben nur Whisky hier. Sowas aber auch. Nun, der Laden heißt ja auch Whiskyhort und nicht Kuchenhort. Von daher schauen wir doch mal, wie sich das Ganze auf den Whisky ausgewirkt hat. Es war ein Croftanger, den wir in das Fass gegeben haben, also ein Peated Loch Lomond. Wir haben den zwischendurch schon mal verkostet, haben den im Rahmen eines Loch Lomond Tastings schon mal als Wee Dram mit dazugegeben. Und der kam damals, schon ein paar Monate her, das Tasting, reichlich, schon fast ein Jahr, glaube ich. Der kam damals schon so gut an, dass etliche Leute bei diesem Tasting schon eine Flasche vorgestellt haben. Ich habe jetzt hier in der Nase erstmal den Rauch. Der ist aber eigenartig. Klingt jetzt fast schon ein bisschen negativ, aber sowas an Rauch habe ich beim Whisky noch nicht im Glas gehabt. Lässt sich jetzt nicht sagen, das ist so ein Lagerfeuerrauch oder aschig oder Kuhstall oder was auch immer. Das ist eine ganz eigene Rauchnote. Durch die Süße, die da von dem Trockenbeerenauslese fast mitschwingt, sehr, sehr gut eingebunden. Sehr schöner Gegenpart dazu. Eher dezent, der Rauch. Die Fruchtigkeit nicht ganz so ausgeprägt wie bei dem Wein. Dafür nehme ich hier viel mehr von dem Blockmalz wahr. Im Hintergrund deutet sich die Fruchtigkeit an, aber nicht so komplex, nicht so schwer wie in dem Wein selbst. Eher mit einer leichteren, fruchtigeren Note. Da bin ich tatsächlich eher noch bei dunklen Trauben, die halt noch nicht drüber sind, die noch nicht angefangen haben auszutrocknen. Ganz feine tanninige Note dabei. Auch sehr interessant. Hilft alles nichts. Slounger. Okay. Ich weiß nicht, was da gerade mit meiner Nase los war. Das war alles recht verhalten. Den jetzt im Mund, das ist vom ersten Moment an, bam. Da ist richtig kräftig Rauch. Und da sind voll die Aromen von dem Trockenbeerenauslesewein. Ich habe diese dunklen Blockmalznoten. Ich habe die Fruchtigkeit richtig schwer. Ich habe genauso die Süße mit dem Hintergrund und das Ganze wunderbar vermählt mit dem Rauch an sich und mit so einer leicht getreidigen Note, die verhindert, dass das Ganze halt zu süß wird. Klar, der ist jetzt deutlich runterverdünnt
verdünnt durch den Whisky, auch nicht schlecht. Aber halt nicht mehr so konzentriert wie in der Weinflasche, wie im Weinglas pur. Unverkennbar aber, dass der Whisky in dem Fass gelegen hat. Angenehme 50,4%. Das ist jetzt nicht too much. Das kann man gut so trinken. Und gerade so hinten raus wird der Einfluss von dem Wein immer deutlicher. Fängt mit dem Rauch an und dann geht das so langsam in die Trockenbeerenauslese über. Der Rauch nimmt sich ein bisschen zurück, bleibt aber immer spürbar die ganze Zeit. Das ist schon beeindruckend, sag ich mal. Hinten raus wird es ein ganz kleines bisschen trocken, aber wirklich nur so gerade eben. Es ist nicht, dass es einem irgendwie alles zusammenzieht, sondern es fehlt so ein bisschen die komplette Süße aus dem Fass. Klar, 50% statt 9,2, die der Wein hat. Dazu halt das an sich schon kräftigere Destillat. Das gibt schon einen ganz anderen Eindruck als der Wein pur. Aber eine tolle Kombination aus beidem. Ich erinnere mich noch an das Grundprodukt, den Crofthanger, den wir in dieses Fass gegeben haben. Und das ist schon Chapeau, sag ich mal. Also alle, die sich davon ein Fläschchen vorgestellt haben, freut euch drauf. Wir schreiben euch dazu jetzt nochmal an, aber der ist nochmal ein ganzes Stück besser, als wir den im Tasting probiert haben. Was kostet der ganze Spaß? Wie gesagt, gibt es nur im Bundle. 109,90 Euro ist der Einführungspreis. Der gilt bis einschließlich Sonntag, den 7. November, nächste Woche Sonntag. Ihr könnt also, wenn ihr auf dem Disteltreffen gewesen seid, am nächsten Morgen wach werdet, noch ein Fläschchen bestellen. Wenn ihr denkt, ach, das kann ich auch machen, wenn ich zu Hause bin und irgendwie ist es am Montag, dann kostet er 119,90. Aber für beides zusammen halt immer noch ein fairer Preis. Nur wer eh mit dem Gedanken spielt, das könnte was für mich sein, schlägt halt jetzt schon zu, spart sich die 10 Euro und macht sich einen schönen Tag. Den wünsche ich euch auch weiterhin. Lasst es euch gut gehen und im nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.